Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen. Fußball und Rugby gibt's gleich von Norbert König. Ja, guten Abend. Werfen wir einen Blick auf die großen Nachrichtenthemen heute. Israel verstärkt Luftangriffe. Das Militär bombardiert auch ein Ziel im Westjordanland. Und ein weiterer Hilfskonvoi bleibt an der Grenze zu Gaza hängen. Solidaritätsdemo für Israel. In Berlin gehen tausende Menschen gegen Antisemitismus auf die Straße. Und Auszeichnung für einen Unbeugsamen. Salman Rushdie bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Sorgen wachsen, dass sich der Krieg im Nahen Osten ausweitet. Der US-amerikanische Verteidigungsminister Austin kündigte an, zusätzliche Truppen in Bereitschaft zu versetzen. Israels Ministerpräsident Netanyahu warnte die libanesische Hisbollah-Miliz davor, in den Krieg einzutreten. Über die Lage in den palästinensischen Gebieten und in Israel berichtet Alisa Jung. Der israelische Armeechef vor seiner Truppe. Er schwört sie ein auf eine äußerst schwierige Mission. Gaza ist komplex, dicht besiedelt. Wir werden eine operative, professionelle Mission starten, um die Hamas-Funktionäre zu vernichten. Die israelische Luftwaffe hatte in der Nacht mehrere Ziele in Gaza und auch diese Moschee im Westjordanland bombardiert. Dort soll sich nach Angaben der Armee eine Terrorzelle befunden haben. In Gaza hätte man Dutzende Hamas-Kämpfer getötet. Nach palästinensischen Angaben geraten dabei täglich Zivilisten unter Beschuss. Der Armeesprecher fordert erneut, verlassen Sie den Norden. Man werde die Angriffe dort verstärken. Es sind 2 Wochen auf der Flucht, voller Angst für die Menschen in Israel und den palästinensischen Gebieten. Wo bleibt die internationale Hilfe, fragen sie in Gaza. Wo sind die arabischen Regierungen? Wir wollen, dass die Regierungen an unserer Seite stehen. Sehen Sie nicht, was mit uns geschieht? Sie müssen ihre Augen öffnen. Wir brauchen Waffenstillstand heute und die nächsten Tage. Erst sah es so aus, als kämen heute neue Hilfslieferungen rein nach Gaza. Doch bislang haben sie es nicht über die Grenze geschafft. Und in Israel fragen sie verzweifelt, wo sind unsere Geiseln? Sie sollten nur eine Mission haben, meine Familie zurückzubringen. 210 Menschen sind noch immer in den Händen der Hamas. In Berlin haben heute laut Polizei rund 10.000 Menschen für Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus demonstriert. Mit dabei auch der Bundespräsident. Wir sagen unseren Freunden in Israel und allen Jüdinnen und Juden, ihr seid nicht allein, wir stehen in diesen furchtbaren Stunden an eurer Seite, sagte Frank-Walter Steinmeier. Zu dem Protest aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Verbänden. Mehr von Henriette de Maizière. Es sind viele gekommen, viele, die hier in Berlin gut 2 Wochen nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel ein Zeichen setzen wollen gegen Antisemitismus und für Solidarität. Weil meine ganze Familie betroffen, persönlich betroffen ist, weil es für uns einfach ein Teil unserer Identität ist. Vor allen Dingen auch ein Zeichen zu setzen an die jüdischen Mitbürger, die hier wohnen, um ein anderes Bild von der Öffentlichkeit zu zeichnen, als das, was Berlin in den letzten Tagen gezeichnet hat. Wir stehen an der Seite Israels und zwar auch ganz Israels und wollen einfach sagen, wir unterstützen euch. Auf der Kundgebung betont Bundespräsident Steinmeier, unser Land sei gefordert, wie lange nicht. Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben, ausgerechnet in unserem Land. Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdische Einrichtungen, ist eine Schande für Deutschland. Politik und Zivilgesellschaft, aber auch Angehörige von israelischen Geiseln stehen zusammen, wie Roni Roman. Sie hofft auf die Freilassung ihrer Schwester, die heute Geburtstag hat. 85 Jahre, nachdem meine Großmutter aus Deutschland floh, komme ich nun zurück und bitte euch um Hilfe. Lasst mich nicht allein, denn noch haben wir die Chance auf ein kleines Happy End. Am Abend werden in Berlin dann 1.400 Lichter angezündet, in Gedenken an die seit dem Angriff Ermordeten in Israel. Ein klares Signal für das Judentum in Deutschland ging heute auch von Dessau aus. Dort wurde eine neue Synagoge eingeweiht. Es ist der erste Neubau eines jüdischen Gotteshauses in Sachsen-Anhalt seit der Shoah.
An der Zeremonie nahmen unter anderem Bundeskanzler Scholz, Ministerpräsident Haseloff und der israelische Botschafter teil. Die neue Synagoge steht fast an derselben Stelle, wo die alte Synagoge während des Novemberpogroms 1938 durch die Nationalsozialisten zerstört wurde. Gesundheitsminister Lauterbach plant, dass Eltern leichter Kinderkrankengeld beantragen können. Wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, sagte er der Bild am Sonntag. Das sei unsinnige Bürokratie. Künftig solle der Arztbesuch erst ab dem vierten Tag notwendig werden. Deutschland sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu. 200 Millionen Euro sollen für Bildung, Gesundheitsversorgung, Trinkwasser und den Wiederaufbau bereitgestellt werden, so Entwicklungsstaatssekretär Flassbart. In Charkiw sind bei einem Raketenangriff am Samstagabend 6 Menschen getötet und mindestens 16 verletzt worden, meldeten ukrainische Behörden. Eine russische Rakete hatte ein Postlager getroffen. Auf den Kanarischen Inseln kommen immer mehr Flüchtlinge an. Allein gestern waren es mehr als 1.000 an einem einzigen Tag. Die 7 spanischen Inseln im Atlantik sind zum Hauptziel von Flüchtlingen aus dem Senegal und weiteren Ländern südlich der Sahara geworden. In diesem Jahr erreichten bis Mitte Oktober mehr als 23.000 Menschen die Kanaren. 80% mehr als im Vorjahreszeitraum. Es ist einer der seltenen öffentlichen Auftritte des Schriftstellers Salman Rushdie nach dem Attentat auf ihn im vergangenen Jahr. Weltweit war damals der Schock groß. In Frankfurt ist Salman Rushdie heute mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Ein Preis mit besonderer Bedeutung, gerade in diesen Tagen, für einen Mann, der seit Jahrzehnten unter Polizeischutz leben muss. Peter Theisen berichtet. Als großes Vorbild wird Salman Rushdie heute gewürdigt. In einer Zeit der Einschüchterung, egal ob durch Islamisten oder den Mob im Netz, sei er eine der bedeutendsten Stimmen für Freiheit und gegen Fanatismus. Der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit, vor allem aber ein weiser, neugieriger, heiterer und gütiger Mensch. Und somit der würdigste Träger, den es für diese Auszeichnung, die ja als Friedenspreis ausdrücklich nicht nur künstlerische, sondern auch humanistische Größe würdigt, überhaupt hätte geben können. Wortgewaltig, aber immer friedlich. Fast wäre diese Stimme für immer verstummt. Als vor 14 Monaten ein radikaler Islamist bei einer Lesung auf ihn einsticht, Rushdie überlebt ganz knapp. Bereits 1989 hatte Ayatollah Khomeini mit einer Fatwa zum Mord an Rushdie aufgerufen, wegen der satanischen Verse, große Literatur, für fanatische Muslime aber eine Provokation. Die Freiheit des Wortes sieht Rushdie in Zeiten von Fake News wieder in Gefahr. Wir sollten weiterhin und mit frischem Elan machen, was wir immer schon tun mussten, schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann. Ein großer Autor, eine unbeugsame Stimme. Nach den Jahrzehnten des Hasses und der Morddrohungen gegen ihn ist es ein kleines Wunder, dass Salman Rushdie den Friedenspreis heute entgegennehmen konnte. In der Schweiz wurde heute ein neues Parlament gewählt. 200 Sitze im Nationalrat und 46 Sitze im Ständerat, der die Kantone vertritt. Laut aktuellen Hochrechnungen zeichnet sich ein Rechtsruck ab. Die migrationskritische SVP gewinnt dazu und ist weiter klar stärkste Kraft. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat nun auch der VfL Wolfsburg die ersten Punkte abgegeben. Norbert. Ja, und zwar im ersten Schlusspurt sogar gerade noch die Niederlage vermieden. Im Spitzenspiel bestätigen die Gäste aus Hoffenheim nämlich ihre gute Form und müssen sich erst kurz vor Schluss mit einem 2:2 Unentschieden zufrieden geben. Es bleibt beim 2-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Wolfsburg. Die Willenskraft einer Alexandra Popp wirkt noch immer. Mit 2:0 waren die Tabellenzweiten aus Hoffenheim durch Mara Alba bereits in Führung gegangen. Doch dann rüttelt Popp ihre nach dem Champions League aus noch immer lethargischen Mitspielerinnen wach. Nach Foul an ihr verwandelt Janssen den Strafstoß zum 1:2. Und kurz vor Schluss macht es die VfL-Kapitänin selbst. Und wie? 2:2. Tabellenführung doch noch verteidigt.
Und erst der Saisonsieg für die Männer des 1. FC Köln nach dem 3:1 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach ist jetzt wieder Mainz 05, Tabellenletzter. Das Traumfinale bei der Rugby-Weltmeisterschaft ist perfekt. Titelverteidiger Südafrika gewinnt im Stade de France in Paris das zweite Halbfinale ganz knapp gegen England und trifft am Samstag auf Neuseeland. Die All Blacks waren ebenfalls schon dreimal Weltmeister. Team England in Weiß führt 11 Minuten vor Schluss mit 15:6. Dann dreht Südafrika auf. Arche Snyman dringt mit dem Ball zum ersten Mal für die Weltmeister ins Mahlfeld der Engländer ein. Der Beginn der Aufholjagd, die 3 Minuten vor dem Ende in den Sieg mündet. Andre Pollard, schon im WM-Finale vor 4 Jahren überragend, bringt einen Straftritt aus 49 Metern ins Ziel. Die entscheidenden 3 Punkte zum 16:15-Sieg nach dem Finale am Samstag zwischen Neuseeland und Südafrika wird ein Land das erste sein, das zum 4. Mal den Rugby-Weltmeister stellt. Und Tor ohne Latte. Dankeschön, Norbert. Gucken wir, wie das Wetter wird. Nach Nebelauflösung ist es im Nord- und Südosten länger sonnig. Von Südwesten breiten sich dichte Wolken aus. Am Nachmittag mit Regen bei 12 bis 18 Grad. Um 21.45 Uhr begrüßt Sie Anne Gellinek zum Heute-Journal. Und jetzt übergebe ich an Theo Koll, der heute das letzte Mal Berlin direkt moderieren wird.